Hey Chomba, willkommen in Night City und in diesem Video. Du kannst dir in Cyberpunk 2077 ein legendäres Reporter-Set abholen, indem du in Night City und der Umgebung einfach einige Orte besuchst. In diesem Video zeige ich dir, wo du alle Teile des Sets finden kannst, welche Anforderungen du erfüllen musst und wie das komplette Set bei einer weiblichen und bei einem männlichen V ausschaut. Wie immer und ganz wichtig, alle Teile haben die Seltenheit legendär, aber sie haben nicht immer die komplette Anzahl der möglichen Slots. Achte also, bevor du etwas lootest, darauf, dass das jeweilige Teil auch über die maximale Anzahl der Slots verfügt. Falls das nicht der Fall ist, kannst du rerollen. Das bedeutet, du speicherst und lädst den Spielstand so lange neu, bis das Ergebnis stimmt. Alternativ kannst du dich auch etwas entfernen und wiederkommen, dadurch wird das Item ebenfalls rerollt. In der Box findest du die Info, wie viele Slots das jeweilige Item haben kann. Sollte sich da mal wieder etwas verändern, kann ich das dort schnell anpassen. Mehr zum Thema Loot und Looten erfährst du in dem Video, das ich dir in der Box verlinkt habe. Nebenbei, es gibt noch eine Menge anderer Sets in Night City. Auch dazu habe ich Videos gemacht und diese verlinke ich dir ebenfalls in der Box. Also legen wir los, wir arbeiten Night City wieder von Norden nach Süden ab. Wir beginnen unsere Tour im Stadtzentrum Downtown und dort am Schnellreisepunkt Corporation Street. Von hier aus müssen wir den langen Pier hier entlang fahren, immer weiter bis zum Ende. Hier holen wir uns nämlich das erste Teil ab und das ist das Shirt des Reporters. Wir müssen einmal hier runter und dann über diesen Zaun hier und dort sehen wir auch schon, da liegt eine Leiche mit dem Shirt und einigen anderen Sachen, die wir uns hier auf jeden Fall mitnehmen können. Es geht weiter nach Westbrook, Japantown und dort zum Schnellreisepunkt Crescent and Broad. Von hier aus können wir zu Fuß weiter, wir müssen hier einmal über die Straße und dann nochmal hier über die Straße. So, dass wir so schräg gegenüber vom Schnellreiseterminal sind und dann laufen wir hier die Straße entlang bis zu dieser Gasse und dann geht es hier rein. Hier auf dem Weg ist noch eine Kiste, bei mir ist hier ein Schema drin. Wäre interessant zu erfahren, ob du hier auch dieses Schema drin hast, also den Armadillo, denn die sind ja seit 1.5 random. Okay, wir laufen jetzt weiter, es geht hier die Treppe hoch und dann kommen wir hier zu diesem Bereich. Und springen dann hier drüber und laufen dann hier entlang auf diesem Balkon. Dort finden wir die nächste Leiche und hier finden wir das Oberteil des Reporter-Sets. Wir bleiben in Westbrook, aber diesmal sind wir in Carter Hill und am Schnellreisepunkt Lily Park. Von hier aus müssen wir einmal über den Sonnenschirm und dann hier rüber hin zu der Treppe. Und dort in die Richtung müssen wir, also wir kommen von da hinten und wir müssen nun die Treppe nun hier herunter, dann einmal auf den nächsten Sonnenschirm und dann hier aufs Dach und siehe da, da haben wir eine weitere Leiche und diese hat für uns die Hose für das Reporter-Set. Es geht weiter nach Santo Domingo und dort nach Rancho Coronado zum Schnellreisepunkt San Amaro Street. Und von dort aus ist es ein bisschen weiter, also schnappen wir uns eine Karre und fahren los. Es geht diesmal nochmal um eine Reporterhose. Aus irgendeinem Grund ist hier in Night City zweimal die Hose. Das ist normalerweise nicht üblich. Normalerweise gibt es jedes Teil nur ein einziges Mal. Ich habe da eine Vermutung. Ich denke, das hat mit einem anderen Teil des Reporter-Sets zu tun. Denn bei dem Set fehlen noch die Schuhe. Die sind aktuell zwar in den Files drin, aber nicht im Spiel. Und ich gehe mal davon aus, dass eine dieser beiden Position dann später die Position sein wird, wo man die Schuhe finden wird. Wir sind nun in den Badlands unterwegs und zwar am Schnellreisepunkt regionaler Flughafen und diese Location kommt hier womöglich bekannt vor. Wenn das der Fall ist, dann hast du vielleicht hier schon eine Mission gehabt, doch wenn das nicht der Fall ist, dann hast du hier auf jeden Fall, zumindest was das nächste Reporterteil betrifft, ein kleines Problem. Denn wenn du auf diesen Turm hier hochkletterst, wir springen mal eben nach oben und hier sind wir auch schon, dann wirst du feststellen, dass das hier ziemlich leer aussieht und es gibt zwar irgendein blaues Teil, aber es gibt nichts Legendäres hier und irgendwie sieht das hier alles sehr leer aus.
Das liegt daran, dass du zuerst die eben besagte Mission spielen musst, denn erst danach sieht es dann so aus. Dann ist hier diese Szene aufgebaut und dann liegt hier auch der Typ rum und da vorne ist dann eben auch das nächste Teil und zwar die legendäre Mütze des Reporters. Die Mission, um die es geht, nennt sich Life During Wartime und die musst du auf jeden Fall erledigen, bevor du hier die Mütze einsammeln kannst. Es geht weiter, wir bleiben in den Badlands, aber diesmal sind wir beim Schnellreiseterminal Grenzkontrollpunkt. Und von hier aus ist es wieder ein bisschen weiter, also fahren wir mit dem Motorrad und fahren direkt vom Parkplatz geradeaus durch hier in diese Straße rein. Und dann fahren wir ganz entspannt weiter. Es geht diesmal um das Okoset für den Reporter. Und dieses Okoset finden wir in einem Wohnwagen, der sich hier mitten in der Wüste befindet. Und hier sind wir auch schon, das ist der Wohnwagen, von dem ich gerade gesprochen habe und hier drin werden wir jetzt nun das Teil finden. Hier ist wieder ein Schema mit dabei, aber das interessiert uns jetzt nicht. Das ist das Entscheidende, nämlich das gepanzerte Reporter Okoset. Ja, und somit haben wir nun alle Teile zusammen und wir kommen zum Showcase. Ich zeige dir erstmal die weibliche und dann die männliche Version. Wie eben bereits gesagt, sind die Schuhe für das Set noch nicht im Spiel enthalten, also in den Falls schon. Und deshalb kann ich sie dir hier auch jetzt mal zeigen, damit du schon mal weißt, wie die dann aussehen. Aber die sind halt noch nicht im Spiel drin und ich glaube, wie vorhin ja schon gesagt, dass die bei der einen oder anderen Position, wo sich jetzt die doppelte Hose befindet, dann irgendwann auftauchen werden. Und hier dann noch das Set in der männlichen Ausführung. Der Unterschied zwischen der männlichen und der weiblichen Version ist jetzt fast gar nicht vorhanden. Also es sind so ziemlich die gleichen Teile. Manchmal unterscheiden sich die Sets deutlicher, aber hier bei diesem Set ist das halt nicht der Fall. Tschum, das soll es auch schon gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Daumen nach oben da. Vielen Dank fürs Reinschauen, mach's gut und bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal.